Seine Farbpalette? Ein großer Haufen Jeans. Mindestens 2000 Hosen lagern hier in seinem Londoner Atelier. Künstler Ian Berry sucht darin den richtigen Blauton für seine aktuelle Arbeit. Ich kann nicht wie ein Maler die richtige Farbe einfach mischen. Ich muss sie suchen. Und weil ich weder mit Bleiche noch mit Tönungen arbeite, also den Stoff nicht bearbeite, muss ich mühsam die richtige Schattierung finden. Also laufe ich hier manchmal eine oder drei Stunden rum, nur um das richtige Stück zu finden. Aus dem Jeansstoff kreiert Ian Berry großformatige Bilder. Fast wie Zeichnungen muten sie an. Erst aus der Nähe erschließt sich, diese Bilder sind Collagen, hergestellt aus hunderten Denim-Schnipseln. Farben, Schattenspiel, Oberflächen, alles entsteht durch unterschiedliche Waschungen von Jeans. Jedes Stück Jeans hat eine andere Blauschattierung, deshalb sieht es von weitem aus wie ein Gemälde. Das ist das Beste an meiner Arbeit, dass die Leute auf den ersten Blick nicht verstehen, dass sie aus Denim gemacht sind. Ich arbeite dabei eigentlich wie andere Künstler auch, wenn sie malen. Meine Pinselstriche sind aber aus Jeansstoffen. Hat Ian Berry einen geeigneten Farbton gefunden, dann schneidet er den Jeansstoff auf die passende Größe zu. Zum Fixieren benutzt er einen speziellen Kleber. Stück für Stück entsteht so ein Gemälde. Durch viele verschiedene Lagen werden die Bilder fast dreidimensional. Und immer wieder entdeckt Ian Berry dabei neue Facetten des Materials. Vor etwa 8 Jahren habe ich angefangen, mit dem Jeans-Saum zu experimentieren. Damit kann man gut Reflexionen auf glänzenden Oberflächen darstellen. Ich benutze den Saum jetzt gerne für metallische Oberflächen. Seine Faszination für Denim begann vor fast 15 Jahren, als er beim Aufräumen einen Haufen alter Jeans fand. Seine ersten Collagen, berühmte Schauspieler aus den 50er Jahren, James Dean, Marilyn Monroe und Marlon Brando. Am Anfang schuf ich Porträts von Menschen, die Jeans zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Früher war es ja vor allem Arbeitskleidung und keine Mode. Marilyn Monroe, James Dean und Marlon Brando aber veränderten das, einfach indem sie Jeans trugen. Inzwischen ist es vor allem seine Wahlheimat London, die Ian Berry inspiriert. Zum Beispiel die Pubs der britischen Hauptstadt. Ein Stadtplan von London. Oder die U-Bahn. Eine ganze Serie widmete er Londoner Waschsalons. Man kommt hier rein, alle quatschen miteinander. Es ist wie das Herz des Kiezes. Alle kennen sich schon sehr lange. Und es ist sehr traurig zu sehen, dass so viele Waschsalons schließen müssen. Deshalb wollte ich einige von ihnen in London dokumentieren. Von der Szene macht er ein Foto. Ein selbst aufgenommenes Bild steht immer am Anfang des Arbeitsprozesses. Bis daraus Collagen wie diese entstehen, braucht er oft mehrere Wochen. Mit seiner Jeanskunst hat sich Ian Berry inzwischen einen Namen gemacht. Internationale Magazine berichten über ihn. Er veröffentlicht Bildbände. Aus Jeans kreiert er auch große Installationen. Werke wie den Versteckten Garten stellt er in Galerien in der ganzen Welt aus. Erzielt Preise in 5-stelliger Höhe. Aber seine Arbeiten zeigt er auch im öffentlichen Raum, wie hier im Londoner Kaufhaus Selfridges. 6 Wochen lang wurde die Jeansabteilung zu einer kleinen Galerie. Mit dabei auch ein Selbstporträt. Natürlich ist es als Künstler toll, wenn man seine Arbeiten in Galerien und Museen ausstellen kann. Aber es ist auch schön, sie in einem anderen Kontext zu zeigen und die Reaktionen der Leute zu sehen. Nicht jeder geht ja in Galerien. Und so erreiche ich ein viel breiteres Publikum. Kunst aus Denim für jedermann, ganz genau wie die Jeans.